gefährlich allein, Volltrottel. Auf nimmer Wiedersehen. Hast du von diesen Insektenviechern namens Warkids gehört? Es heißt, diese Mücktanten... Morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Ausgezeichnet. Ich möchte, dass du ein paar Warkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie verpuppt sind. Einige Mutanten-Versuchsobjekte sind aus dem Hyperion-Reservat entwischt. Es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie versuchen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Moxie und hol Köder, die ich geordert habe. Haben dich die Banditen überhaupt geschnappt? Ich war pinkeln. Hey, und einer von Job. Anscheinend wurde mir zuerst... Handsome Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint Hallo. Das ist seine Art, Hallo zu sagen. Ich hab nichts für dich. Klar, tut mir leid. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Seit Jahren versuchen wir, Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Aber das reicht nicht. Aber du... Du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Und mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke übrigens. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Keine neuen... Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren... Könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereit. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sorry, sweet. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Ich habe Geld. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jeder und... Gut, die Entflohenen finden aus irgendwelchen Gründen Pizza unwiderstehlich. Du wirst sie damit herauslocken und dann töten. Falls du keine Feuerwaffe hast, Marcus hat vielleicht welche. Thank you.
musst unserem Mann ein Zeichen geben. Jeder Wetter schläft gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Markets, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Jetzt kannst du ein paar Markets abfackeln. Weidmanns Heil. So wütend. So tot. Geschütz aus! Weiter so geschützt! Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ganz hoffentlich. Also, mein Hyperion zog krass durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen, dann kipp um. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Schüttle den Skelett!
dann mach ich Hackfleisch ins Meer. Ich liebe dieses Essen. Nicht schlecht. Oha!